Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marvel's Avengers. Wir sind mittlerweile hier im Weltraum angekommen, haben noch zwei Punkte zu vergeben und ich glaube, dann werden wir gerade mal die Repulsoren hier ausleveln. So, du hast ja auch wieder ein paar Punkte gemacht, aber wir haben jetzt auch seit längerem mal wieder mit dir gespielt, mein lieber Tony. Alles klar, so, hier haben wir jetzt alles abgefrühstückt soweit. Outfit können wir gerade nicht wechseln, weil, ja, Weltraum. So, und wie schon beim letzten Mal angedacht, halten wir das Ding hier. Nicht autorisierte Lebensform geordnet. Oh, hey, du meinst mich? Wenn das die Roboterwachen nicht geweckt hat, weiß ich auch nicht. Ja. Spätestens jetzt, ne? Okay. Okay. Dann machen wir mal auf hier. Ist ja nicht so, als ob wir vorher schon rumgeballert hätten, aber jetzt haben wir halt offiziell Alarm ausgelöst. Ich denke, das war's dann. Sehr schön. Was haben wir hier noch Schönes? Der Großteil der Energie hier wird in den Raum da geleitet. Dann sollten wir es vielleicht mal anschauen. Der Sturz durch die Luftschleuse hat keine Roboterwachhunde geweckt. Vielleicht versuchen sie Dinge drin zu halten, anstatt draußen. Wer weiß. Ups. Was höher fliegt. Habt ihr da vielleicht zufälligerweise noch Kisten oder irgendwas versteckt auf dem Rückweg? Nee. Hat ja sein können, wie gesagt, da man ja eh geradeaus fliegt, dass wir das dann, dass das extra so platziert wurde, dass man es halt nicht sieht. Hier ist wieder eine Kiste. Die aber auch sehr schön im Blick ist. Okay. Bingo. Klopf, klopf. Na du? Oh nein. Das wirkt so gar nicht ominös. Sei am Leben. Steve? Steve? Heilige Scheiße, du lebst. Tony, was ist... Was ist das alles? Wo bin ich? Tony? Umarmst du mich etwa? Was, nein, ich wollte nicht, dass du fällst. Du kannst jetzt loslassen. Naja, ich... Also wir... Ich dachte, dass... Schön, dass du wieder zurück bist. Ich bin verwirrt. Ja, komm. Wir müssen weg. Komm. Warte, 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 warte. Tartan. Hat er überlebt? Tartan? Wen interessiert's? Die Explosion, er war zu nah. Er hat überlebt. Dank dir offensichtlich. Und Monika, wenn man den Nachrichten glaubt. Das ergibt keinen Sinn. Okay, ich hab dich. Die Evakuierung. Die vielen Menschen. Ja, dazu kommen wir noch. Kannst du gehen? Ja, schon okay. Mir geht's gut. Und los. Genau das ist mein Cap. Komm. Schön, dass sie halt einfach sein Schild noch gelassen haben. Was ist der Plan? Also wir...
finden eine Rettungskapsel und retten uns. Du improvisierst gerade, oder? Ja. Ich dachte nicht, dass ich so weit komme. Ja. Tony, wo sind denn alle? Wo sind wir? Oh, also im Weltraum. Mhm. Mein Gott, das war kein Witz. So, wir haben aber den Salzsprung. Ja, ehrlich gesagt, habe ich es mir schon fast gedacht, dass das Cap dann da drin ist, als dann die sich das geöffnet hatte und es dann so langsam diese Gestalt erschien. Ja. Alles klar, also Salzsprung in der Luft A drücken. Das ist quasi Doppelsprung. Und Wandlauf können wir auch machen. Wow. Ist wie Fahrradfahren, nehme ich an. Jetzt geht's runter. Sprung bereit? Geht schon, danke. Superhero Lande. Was geschieht hier? Tja, lange Geschichte. Na, guck mal, da haben wir es übersehen, tatsächlich. Ja, wahrscheinlich Wandlauf, oder? Ja. Okay. Wie lang war ich? Also, 5 Jahre. Was nach deinen Standards ein Powernap ist. Auf Eis bin ich den Leuten wohl sympathischer. Siehst du? Du machst schon wieder Witze. Schlechte, aber das ist normal für dich. Okay, ja, das kann natürlich gut sein. Cool. Also wieder hier in der... Okay. Folgen wir dir mal unauffällig. Captain Rogers. Was ist das? Verlassen Sie uns noch nicht. Monika, lang nicht gesehen. Dein Kumpel Talton war sicher nicht begeistert, als du Superhelden durch Superheldenblut ersetzt hast. Er überlässt die Details mir. Hören Sie damit auf. Sofort. Moment mal. Georgie weiß von all dem hier gar nichts. Und das bleibt auch so. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Oh oh. Ich glaube, sie ist wütend. Tony! Ich arbeite dran. Hm, mach mal. Okay, ich hab's. Gehen wir. Gut, dass wir hier schon geplündert haben. Zur Hölle! Ignorier die Killerroboter! Ich versuch's! Für eine Leiche bist du ganz schön penetrant! Gut, dass ihr Level 1 sind, seid. Cap ist ja auch Level 1. Ich muss das hier mit Gewalt machen. Ich auch. Sogar noch. Das Drecksding klemmt. Hilf mir mal. Bin dran. Nimm die andere Seite. Fast geschafft. Tony, wir kriegen Besuch. Keine Zeit für einen Kampf. Weg hier. Gut, dann fliehen wir mal. Verdammt! Pass auf das Glas auf. Es kann dein Gewicht nicht halten. Ja, danke für den Tipp. Ja, Inception-mäßig hier durch, aber das geht ja noch. Fast geschafft, Herr. Ah, fuck. Da bist du nicht weit genug gesprungen, mein Lieber.
Also auf ein neues. Fast geschafft, Cap. Gut, dann mache ich diesmal lieber einen Doppelsprung. Die gute Nachricht, wir sterben nicht als Feuerball. Und die schlechte? Wir werden wohl vorher ersticken. Aber die Aussicht ist schön. Das ist sie. Verdammt. So knapp. Tja. Da wir jetzt sowieso sterben werden, möchtest du vielleicht was beichten? Deine Witze. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich weiß, dein Tagebuch. Warum hast du den Reaktor zerstört? Viele sind gestorben. Tony, da war was begraben, tief in der Bucht. Es war mit dem Reaktor verbunden und kam langsam an die Oberfläche. Das Erdbeben. Ich musste handeln. Die San Andreas-Verwerfung ging fast hoch. Die Stadt wäre ins Meer gerutscht und Millionen wären gestorben. Hab nie an dir gezweifelt. Wollt's nur hören, weißt du? Was ist das denn? Wen haben wir denn da? Muss ich eigentlich immer alle retten? Nichts anderes erwarte ich vom Gott des Donners. Hi, Thor. Willkommen zurück, Captain. Das war Ihre regenerative Formel? George? Wie lange war ich Ihre Laborratte? Ich wusste, dass Sie so reagieren würden. Sie würden lieber sterben, als etwas von Ihnen zu brauchen. Ich habe Ihnen vertraut. Sie sind am Leben. Sie kontrollieren Maschinen mit Ihrem Verstand. Denken Sie doch nur mal an die... Sie infizierten mich mit seinem Blut. Ich hätte sterben können. Aber Sie leben. Denken Sie an den Traum, George. Ihretwegen bin ich einer von denen! Ich machte Sie stark. Und stahlen meine Hoffnung. Und ich gebe Ihnen nun dieselbe Chance, die ich hatte. Was? Was haben Sie? Ich werde Superkräfte ausrotten. Selbst wenn es mit mir endet. George! Hallo, alter Freund.
Steve. Ned. Tut gut, dich zu sehen. Wenn ich gewusst hätte, dass du lebst, dass sie dich haben. Das ist nicht deine Schuld. Tarten wusste nicht, dass Monika mich hatte. Was? A-Day. Der Raub. Monika hat Taskmaster auf das Terrigen angesetzt. Seine Männer haben das Sicherheitsprotokoll und den Autopiloten der Chimera aktiviert. Aber dieses Ding in der Bucht, das kam unerwartet. Das Wärmesignal. Das war wohl der Grund für das Beben und die Zerstörung. Was war das? Ich weiß es nicht. Ned, ich denke ständig daran, wenn ich nicht... Die vielen Menschen. Nein. Es ist nicht deine Schuld. Dieses Schiff hätte niemals starten sollen. Ich hätte dasselbe getan. Du lebst. Ich wusste es. Tut mir leid. Kommt. Ihr müsst euch das ansehen. Willkommen zurück, Captain Rogers. Ich spreche wohl für alle, wenn ich sage, dass Sie einen erfreulichen Anblick bieten. Danke, Jarvis. Schön, wieder da zu sein. Seit dem Beinahe-Absturz der Chimera in Manhattan ist die Lage prekärer geworden. Ich fürchte, AIM wird die Verfolgung aller Inhumans jetzt noch hartnäckiger vorantreiben. Wir dürfen das nicht zulassen. Die Welt braucht die Avengers jetzt mehr als je zuvor. Wir bereiten gerade unsere letzte Konfrontation mit AIM vor. Ich habe meine Analyse von Mr. Starks Plänen zur Ausrüstung der Avengers für diese Konfrontation abgeschlossen und wir brauchen dafür einige spezielle Materialien. Danke, Jarvis. Höchste Zeit, wieder in Kampfform zu kommen. Zeig mal, was wir brauchen. Ausgezeichnet, Sir. Wir könnten im Rahmen dieser Aufgabe unseren Verbündeten helfen. Commander Hill und Dr. Pym melden große Schwierigkeiten bei der Koordination unserer Bemühungen, weil AIM die Kommunikationsnetzwerke der Welt fest im Griff hat. Wie können wir helfen? Sie wollen, dass wir AIMs Hauptkommunikationszentrum zerstören, um die Resistance zu einen. Dann machen wir das, alter Freund. Gut, auch hier haben wir eine neue Missionsreihe, die wir dann auch irgendwann angehen können. Medien. In den Nachrichten sind Meldungen über Thor Odinson aufgetaucht. Angeblich arbeitet er in Skandinavien mit früheren AIM-Wissenschaftlern zusammen. Das kann zur AIM-Propagandakampagne gegen die Avengers gehören, müsste aber untersucht werden. In Ordnung. Wir befragen sofort Thor dazu. So, sehr schön. Lass uns doch gerade mal hier Zeug auswählen. Danke. Du bist jetzt auf Kraft 11, Stufe 1. Jo, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Outfits wirst du wahrscheinlich ja jetzt auch gar nicht so unglaublich viel haben. Genau, einmal das Normale und das. Das ist halt alles, was man hier noch gegen Echtgeld freischalten möchte. Müsste. Oder halt wegen Dings angehen könnte. Hast du schon... Wir haben noch keine Fähigkeitspunkte. Sie sehen gut aus, Captain. Ob der das mittlerweile echt wieder gut auf Vordermann gebracht? Gut, schauen wir uns hier nochmal eine Runde um. Schön, dass das alte Mädchen wieder in der Luft ist. Mhm. Wahrscheinlich gibt es ja auch nochmal neue Truhen, oder? Hey, haben Sie eine Sekunde? Mhm. Wir brauchen hierbei wirklich Ihre Hilfe. So. Ja, wir nehmen mal alles an. Ja, jetzt sind wir gegenüber AIM im Vorteil. Na, ich muss hier machen, die Aufträge.
So, da müssen wir hin. Aber ich würde quasi ziehe ich erstmal mit den Leuten soweit reden. Also, rumlaufen, umschauen. Hier dürfte ja nichts Neues sein. Haben wir hier unten noch was? Eine Truhe, siehst du? Wurde ja auch Zeit. Was macht ihr hier? Einfach nur rumstehen. Okay, hier gibt es nichts Neues. Wir könnten vielleicht tatsächlich mal von Black Widow das neue Outfit anziehen, wenn wir sie mal wieder spielen. Ja, genauso sauber und beruhigend wie immer. Schön, dass das hier wieder so weit fit ist alles. Hoffentlich finden wir mehr über Terrigen heraus. Ich habe das Gefühl, wir haben nur die Oberfläche angekratzt. Wahrscheinlich. Dankeschön. Bruce, wie ist es bei dir gelaufen? Eine Weile stand's auf Messers Schneide. Kamala hat mich da wieder rausgeholt. Ich freue mich darauf, sie näher kennenzulernen. Sie ist wirklich gut, Cap. Vielleicht eine der besten. Willkommen zu Hause, Cap. Freut mich, hier zu sein, Bruce. Schön, wieder daheim zu sein. Jo, danke, danke. Dann können wir tatsächlich hier mal, genau, durchgehen. Ja, bis auf Hawkeye haben wir dann jetzt alle, ne? Vielleicht sollte ich Thor um Einrichtungstipps bitten. Gemütlich ist es ja. So, ist Ned eigentlich zu Hause? Ja, aber auch wir können das Ding hier nochmal öffnen, wie mir scheint. Ich glaube, du hast da auch nichts mehr zu sagen, oder? Nee. So, ja, das machen wir auch noch. Mal Bruce mal reingucken. Ich glaube, nachdem wir hier schon drin waren, sollte sich da nicht mehr allzu viel ergeben. Ne? War ja bei den anderen Charakteren auch so. So, Tonis Kabine. Ist nix. Das da hinten war auch leer. Dann unsere. Ha, guck mal, das lohnt sich doch. Den muss ich aufbauen. Ich bin ein wenig außer Form. Nach 5 Jahren ist das ja auch nicht verwunderlich. Etwas älter. Bei Weiser bin ich nicht sicher. Ja, schätze ich mal. Ah, meine alte Enzyklopädie. Das Internet ist einfach nichts für mich. Geht halt alles etwas schnell im Internet. Ah, viel besser als die Kryokapsel.
weiß ja nicht, vielleicht hat dir auch jemand eine sehr weiche Matratze hingelegt. Du wärst stolz auf S.H.I.E.L.D., wie es jetzt ist. Ich wünschte, du könntest es sehen. Mhm. Aber das wird wohl nicht passieren. Ah, nächste Truhe, sehr gut. Genau, die haben wir soweit. Warst du bei Kamala eigentlich schon drin? Nee, ne? Höflicher klopft an. Oh, hi. Captain America? Wow. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal zusammenarbeiten. Kann ich das nochmal sagen? Ich bin nur ein ganz normaler Junge aus Brooklyn. Klar. Ein ganz normaler Captain America. Ich wollte mich bedanken. Wofür? Naja, du bist wohl der Grund, warum die Avengers wieder da sind. Und warum ich jetzt hier stehe. Also, wollte ich dir dafür danken. Gerne. Ich meine, war mir eine Freude, die Avengers zu versammeln. Jederzeit. Avengers Assemble. Also, bist du bereit? Ja. Das heißt, nein. Vielleicht. Dieses Gefühl geht nie ganz weg. Du musst dir selbst vertrauen und wissen, dass wir da sind, wenn du uns brauchst. Danke. Okay, so ein paar aufmunternde Worte schaden ja nie. Okay, was geht denn hier ab? Ich habe sehr viel nachzuholen. Neue Informationen zu dem Meteoritenschauer heute Morgen über großen Teilen des Mittleren Westens veröffentlicht. Da die Avengers wieder aktiv sind, beobachten viele den Himmel mit Besorgnis. Doch ein Astronom von AIM hat versichert, dass solche Phänomene zwar selten, aber völlig normal sind. In diesem Fall empfiehlt er dem Volk, und ich zitiere, die Show zu genießen. Hm. Gut, gut. Genießen wir doch mal. Hallo Roy. Und das Schicksal wollte, dass sie nichts kaufen. Ja, ich wollte gerade die Spezialobjekte mir mal schnappen. Hm. Zwar schon echt seit Bohnen. Ja, stimmt, das kann ich vielleicht auch mal noch machen. Wenn es gratis ist, nehmen wir es mit. Damit an Ihrer Seite werden Sie nie alleine sein. Ja, verstehe. So, hat sich das gelohnt tatsächlich. Sehr schön. Alles handgemacht. Alles fantastisch. Alle Umsätze fließen in meinen Espresso. Dankeschön. Ich wusste, Sie können nicht widerstehen. So, das Namensschild können wir uns noch holen. Auch nett. Das reicht aber alles hier bei weitem nicht. Ja, und ich glaube, das Geld für die Namensschilder rauszuhauen. Lohnt sich nicht so wirklich. Schade. Nächstes Mal vielleicht? Ja, ich bräuchte halt mehr Geld. Oh, das Ding muss mit gesünderen Sachen gefüllt werden. Och. Dann macht's doch nicht mehr so viel Spaß. So, dann gehen wir hier vielleicht gerade noch einmal schnell durch. Eine neue Brustpanzerung. Sonst noch irgendwas Besonderes hier. So,
So ganz rund scheint das hier aber auch nicht zu laufen, oder? War da gerade was? Nee. Aber die sind, ja gut, die sind glaube ich hier noch am Bauen, von daher. Ich glaube, dann ist das in Ordnung. Ja, so viel dann dazu. Unten sind bestimmt noch, vielleicht haben wir noch welche Gruppenbelohnung abgeschlossen. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir vielleicht mal gerade nach. Oh ja, fleißig, fleißig. Es ist Zeit, diesem Symbol gerecht zu werden. Wir waren zu lange weg. Ja. Na, komm. Einmal anschauen, bitte. Ich erinnere mich noch an den epischen Ausflug nach Vegas von Bruce und mir vor einigen Jahren. Den Großen hätten wir aber wirklich zu Hause lassen sollen. Hat er ein bisschen was zerlegt. Okay, auf den ersten Blick keine neuen Kisten da. Hallo! Doch. Kommen Sie rüber! Jo, machen wir das gleich noch so als Abschluss. Ich wette, ich hab genau, was Sie brauchen. Ich weiß nicht. Ne, ich glaube, das lassen wir tatsächlich mal. Das wird tatsächlich besser. Das können wir uns dann mal kaufen. Ha, perfekt. Das ist auch irgendwas für... Nee. Nichts für Cap. Die Dinger werden auch wieder exklusiv, aber... Ich denke, das sollte erstmal noch reichen. Gav hat alles. Cool. Okay, dann nehmen wir die... Oh ja, ich sehe auf die Uhr. Sollten langsam auch mal die Folge beenden. Noch mit... Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Und dann gucken wir mal... Oh, wir haben diesmal auch gar tatsächlich keine Codex-Einträge. Keine neuen. Ja, dann können wir tatsächlich die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, einen neuen Comic aber. Auf jeden Fall. Avengers Legacy. So, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.